Was denkst du, was du brauchst? Brauchst du irgendwas? Denkst du, ich will mich vollständig fühlen, ich brauche irgendwas, gib mir das. Wenn du das denkst, und wir alle denken, ob bewusst oder unbewusst, an irgendetwas, das wir brauchen, beginne aufzuhören, die Dinge, die du brauchst, zu wollen, sondern beginne, die Dinge, die du brauchst, zu verschenken. Hört sich erstmal komisch an, aber was bedeutet es? Das bedeutet ganz einfach, dass die Dinge, wo du denkst, dass du sie unbedingt brauchst, diese Dinge gibst du anderen. Das heißt, wenn du zum Beispiel denkst, du brauchst unbedingt eine Beziehung oder eine Freundin, die dir Liebe geben kann, beginne anderen Liebe zu geben, ohne dass du dafür irgendwas bekommen willst. Wenn du denkst, du bist in einer neuen Stadt und brauchst jetzt einen Freundeskreis, um dich sicher zu fühlen in deiner sozialen Umgebung, beginne anderen Sicherheit zu geben, ohne Gegenleistung. Und zwar das, was für dich Sicherheit bedeutet. Beginne zu geben, anstatt etwas zu wollen. Wenn du irgendein neues Gerät willst oder ein neues Handy, um Anerkennung zu bekommen, gib diese Anerkennung anderen Menschen, ohne dass du etwas dafür bekommst. Also, ganz einfach, es geht nicht darum, zum Beispiel jetzt zu sagen, ich will jetzt dieses Handy, also muss ich das Handy anderen geben. Nein, es geht darum, welche Emotion dahinter liegt. Warum willst du das Handy? Willst du Anerkennung bekommen dafür? Willst du dich vollständig fühlen? Dann gebe anderen Vollständigkeit, indem du sie bestätigst, indem du ihnen etwas gibst. Also, ich rede jetzt von Gefühlen, Emotionen. Das ist es, was du den anderen geben kannst, ohne Bedingungen. Wenn du anderen Leuten etwas gibst, dann kommt das, was du willst, automatisch zu dir zurück. Und dieses Geben befriedigt dich viel mehr als das Bekommen. Das ist ein sehr schöner Satz. Also das, was du denkst, was du brauchst, beginne das anderen zu geben. Und schaue, was passiert. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.